Hallo liebe Kinder, willkommen zu einem weiteren Video aus der Produktion der Städtischen Musikschule Herne. Heute unter dem Titel Phänomenia – Töne werden sichtbar. Unter diesem Titel habe ich schon sehr viele Veranstaltungen live durchgeführt, mit vielen Kindern, die aufmerksam zugesehen und zugehört haben, aber das geht ja im Moment leider nicht wegen der Pandemie. Ich habe ein Video produziert, wo ich einfach mal zeige, wie Töne entstehen. Und ich beginne damit, dass wir das Doppelrohrblattinstrument, welches wir beim Instrumentebasteln selber hergestellt haben mit einem Strohhalm, noch einmal genau betrachten. Schaut mal, ich blase erstmal ganz normal in dieses Doppelrohrblattmundstück hinein und ihr hört den Ton, der dabei entsteht. Aber so richtig sehen tun wir nichts, weil eigentlich sind ja die Spitzen bei mir im Mund und die können wir ja nicht beobachten. Aber passt mal genau auf. Jetzt könnt ihr die Spitzen sehen. Und in Zeitlupe ist der Ton sehr tief. Jetzt seht ihr gut, wie die Spitzen gegeneinander schwingen. Das mache ich, indem ich nicht reinpuste, sondern raussauge. Das geht natürlich auch bei unserem Einzelrohrblattinstrument, bei unserem Mundstück, welches wir zum Beispiel bei der Klarinette oder einem Saxophon finden. Das haben wir ja auch gebaut und auch da sauge ich jetzt mal die Luft am anderen Ende heraus und ihr werdet sehen, wie vorne das Blättchen schwingt. Das ist auch in Zeitlupe und klingt deswegen sehr, sehr tief. Das klingt eher wie ein Presslufthammer als wie ein Mundstück. Sehr, sehr tief. Eben, weil ich das in Zeitlupe gedreht habe. Und noch einmal. So, das waren unsere Mundstücke. Jetzt kommen wir zu einer Konstruktion, die ich für euch gebaut habe. Da habe ich eine Plastikfolie ganz doll gespannt um einen Pappring und darunter habe ich einen Posaunentrichter installiert. Der war über, weil die Posaune war kaputt, nur der Trichter funktionierte noch. Und von innen in diese Folie, in dieses Trommelfell, habe ich ganz leichte Plastikkügelchen reingelegt. Und ich werde nun gleich einmal mit diesem Posaunentrichter Töne erzeugen, die dann so doll schwingen, dass die Luft zwischen Posaunentrichter und Trommelfell das Trommelfell so in Schwingung bringt, dass die Plastikkügelchen wie wild durcheinander hüpfen. Ihr seht, ich habe zur Effektsteigerung natürlich noch buntes Licht eingesetzt, aber ihr seht schon die kleinen Kügelchen, die nur darauf warten, dass ich jetzt mal in das Mundstück reinpuste, um die Töne zu erzeugen, die diese kleinen Kügelchen zum Schwingen bringen werden. Achtung, gleich geht's auch schon los. Und schaut mal, wie die hin und her hüpfen. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Ja, das ist doch sehr lustig, wie man so kleine Plastikkügelchen zum Tanzen bringen kann. Für unser nächstes Experiment brauchen wir nur einen gerillten Plastikschlauch. Ihr seht, wenn man den ganz doll schleudert, kommen da auch Töne raus. Wenn man schnell schleudert, hohe Töne. Wenn man langsam schleudert, tiefere. Im nächsten Experiment zeige ich euch, wie man Schwingungen in einer Wasserschüssel sichtbar machen kann. Ich habe da direkt eine Zeitlupe gewählt und eine
Metallschüssel mit Wasser gefüllt und ihr seht, wie man da auch schön die Schwingungen beobachten kann. Das habe ich auch nochmal mit einer Klangschale getan. Erst seht ihr das in der normalen Tonhöhe und jetzt gleich aber auch nochmal in Zeitlupe. Da sieht man es noch deutlicher. Ihr seht, wie lange man die Schwingungen noch beobachten kann. Jetzt nochmal in der Großaufnahme. Das ist auch ein sehr schönes Bild, wie die Wasseroberfläche sich so kräuselt. Erst wieder in einer normalen Geschwindigkeit, aber jetzt auch noch einmal in der Vergrößerung in Zeitlupe. Ihr seht, der Ton wird auch direkt tiefer. Zuerst sieht man noch Schwingungen von der Erschütterung des Schlegels, aber je länger der Ton anhält, desto besser sieht man, wie sich die Wasseroberfläche mit den Schwingungen des Tons kräuselt. Das könnt ihr auch im Grunde genommen alle alleine zu Hause nachmachen. Solltet aber die Mama fragen, dass ihr keine teure Glasschüssel nehmt, sondern eine Metallschüssel, die auch klingt. So, nun kommen wir zu einem meiner Lieblingsexperimente. Dafür habe ich eine Trommel gebaut. Und zwar habe ich da eine ganz normale Tonne genommen, wie man sie zum Speisanrühren benutzt, und habe da noch ein altes Trommelfell gefunden. Das habe ich da drauf gespannt. Und wenn man da jetzt eine Kerze anzündet, ihr seht, die will nicht so richtig brennen. Und dann noch auf der Rückseite der Tonne des Speisfasses ein Loch reinschneidet, dann könnt ihr sehen, wie mit dem Trommelfell und dem Loch in dem Speisfass Töne auch sichtbar werden können. Achtet mal drauf, wenn ich da ganz leicht aufs Trommelfell haue, fängt die Kerzenflamme an zu zittern. Je lauter ich schlage, desto mehr zittert sie, bis sie schließlich ganz erlischt. Achtung! Aus ist die Kerze. Ich habe euch das auch nochmal aus einer anderen Perspektive gefilmt, damit ihr das noch deutlicher seht. Hier erst die Kerze im Ruhezustand, die flammt da so ganz gemütlich vor sich hin, aber jetzt kommt schon von hinten das Speisfass mit dem Loch und dem Trommelfell. Achtung! Die Flamme zittert schon und wird schließlich ausgelöscht. Noch einmal in Zeitlupe. Achtung! Jetzt ist der Ton natürlich wieder sehr tief. Aber ihr könnt schön sehen, wie die Flamme schon zittert, weil sie Angst hat, gleich ausgeblasen zu werden. Das Zittern wird immer intensiver, je doller ich auf das Fell schlage und je mehr Luft aus der Trommel heraus Richtung Kerze gepustet wird. Denn nur wenn wir Luft zum Schwingen bringen, können wir auch etwas hören. Und wie bringen wir Luft zum Schwingen? Ja, zum Beispiel durch so eine Trommel oder durch ein anderes Instrument, ein Blasinstrument oder ein Saiteninstrument. Da bringen wir die Luft in Schwingung und die kann sogar so doll schwingen und aus der Trommel rausblasen, dass die Kerze ausgeht. So, nun aber zu weiteren Schwingungen. Ich habe eine Reihe von Lautsprechern installiert. Nur wenn ihr genau hinseht, könnt ihr auch die Lautsprechermembran, das ist die schwarze Pappe, zittern sehen und schwingen sehen. Jetzt in Zeitlupe wird es wieder etwas deutlicher, aber der Ton wird deswegen auch brummiger. Aber wenn ihr genau hinseht, seht ihr das. Jetzt habe ich mir gedacht, wie kann ich das denn noch deutlicher machen, dass da wirklich was schwingt?
Und dann bin ich auf eine ganz, ganz tolle Idee gekommen, die auch sehr effektvoll ist, wie ihr gleich sehen werdet. Ich habe nämlich über diese Lautsprecher eine Plastikfolie gespannt. Seht ihr, da sind die drei Lautsprecher drunter. Und jetzt in jede dieser Kuhlen fülle ich ein bisschen Farbe ein. Natürlich, damit es schön bunt ist, unterschiedliche Farben. Links blau, rechts rot und in der Mitte gelb. Seht ihr, da ist schon die Farbtube. So, nicht zu viel, gerade ausreichend. Und jetzt werdet ihr gleich den musikalischen Vulkan erleben. Ich spiele wieder mit meinem E-Bass. Die Saitenschwingung wird verstärkt und wird auf die Lautsprecher übertragen. Und was dann passiert, das seht ihr jetzt gleich. Das ist ein sehr, sehr schönes Experiment, was ich immer wieder gerne mache. Ihr könnt euch auch bestimmt vorstellen, warum, wenn ihr jetzt das Ergebnis sehen und hören werdet. Achtung, musikalischer Vulkan, los! Seht, wie es spritzt und sprudelt. Der Sound ist natürlich nicht so schön, weil ja die Folie auf den Lautsprechern liegt. Aber zum Sichtbarmachen von Schwingungen ist das genau das Richtige. Man könnte das auch direkt in die Lautsprecher kippen, aber dann sind die nach einem Experiment direkt kaputt. Am Bass. Könnte ich mir stundenlang ansehen, wie die Farbe da so rausblubbert und spritzt. Das mache ich immer sehr, sehr gerne. Aber ihr seht, ich habe überall Plastikfolie untergelegt. Damit es keine Sauerei gibt. Hier habe ich noch eine andere Perspektive gefilmt. Das ist auch noch mal recht cool, weil man da die Farbtrichter aus einer anderen Richtung sieht. So, ich baue jetzt noch mal kurz um und jetzt kommt schon die andere Perspektive, auch wieder mit Basssound und spritzenden Farben. Blaue Farbe scheint am liebsten zu explodieren. Sehr eindrucksvoll, sehr eindrucksvoll. Aber auch das nächste Experiment ist wirklich sehr eindrucksvoll. Ihr seht, ich habe wieder mein Speisfass genommen und da habe ich jetzt Nebel eingefüllt. Wenn man da jetzt auf das Fell einschlägt, dann kommen da lustige Ringe raus. Guckt mal. Das ist die Luft, die austritt, wenn man auf das Trommelfell schlägt. Ihr seht, auch da kann man Töne sichtbar machen, weil die Luft jetzt durch den Nebel sichtbar wird. Und
Und jetzt geht's los. Da konnte mich keiner mehr halten. Da habe ich die Trommel traktiert. Weil es so einen großen Spaß macht zu sehen, wie da vorne die Rauch- und Nebelringe rauskommen. So, auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Ihr seht, wie es da schön qualmt und dampft aus dem Speisfass. Das ist ganz ungefährlich. Das ist eine Nebelmaschine, die wird von Bühnentechnikern immer gerne genutzt. Und dann noch mit meinen bunten Scheinwerfern ist das schon ein ganz, ganz toller Eindruck, der da entsteht. Auch ein sehr schönes Experiment, was bei Live-Vorstellungen immer zu ausgelassener Heiterkeit und Begeisterung führt. Jetzt will ich aber auch den letzten Nebel aus dem Speisfass herausprügeln. Ihr seht, da ist noch ganz schön viel drin. So, das war schon fast der Höhepunkt. Aber ein Experiment habe ich noch für euch. Ich habe ein Schlagzeugbecken ein bisschen, manipuliert, ein bisschen modifiziert. Ich habe da nämlich ein 2-Cent- und ein 1-Cent-Stück draufgeklebt mit einem Klebestreifen. Und wenn ich jetzt auf dieses Becken einschlage und einen Rhythmus spiele, seht ihr auch, wie die Centmünzen darauf schön wackeln. Und die habe ich jetzt mal während des Films in Zeitlupe umgestellt und ihr seht jetzt und hört, wie lustig das aussieht und vor allen Dingen, wie ein Becken klingt, wenn man es in Zeitlupe aufnimmt und abspielt. Man sieht sehr schön, wie das alles zittert und wie die Centstücke hin und her hüpfen. Auch hier werden wieder Schwingungen, werden Töne sichtbar. Das machen viele Schlagzeuger tatsächlich, um einen bestimmten Soundeffekt zu erzielen. Manche hängen sich da auch so Kettchen drüber und es gibt auch Becken, wo so Nieten eingebaut sind, die dann auch so zittern. Nochmal von oben. Da sieht man es auch. Und jetzt nochmal aus einer näheren Perspektive, direkt auf die Münzen ausgerichtet. Da könnt ihr sehen, wie Schwingungen sichtbar werden und deutlicher werden. Durch einen einfachen Trick, indem man ganz einfach Münzen auf so ein Becken klebt. Ihr hört im Hintergrund, wie das Becken noch summt und brummt. Das ist der Ausklangvorgang von so einem Becken. So, noch einmal eine nahe Perspektive. Ja, liebe Kinder und ich hoffe auch einige Erwachsene haben uns zugesehen. Das war Phänomenia, Töne werden sichtbar. Ich hoffe ganz doll, dass ich euch das bald wieder live vormachen kann, was dann natürlich noch ein bisschen spannender und aufregender ist. Aber so habt ihr schon einmal einen Eindruck gewonnen, wie man Töne sichtbar machen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß bei allen weiteren Videos. Tschüss!